Leute, etwas Unglaubliches ist geschehen. Ich bin für ein Video früh aufgestanden. Und damit herzlich willkommen, ihr coolen Chaoten. Und wie nochmal gesagt, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr bereits am Titel erkennen könnt, geht es diesmal um meine Geschenke, die ich bekommen habe zu Weihnachten und zu meinem Geburtstag. Weihnachten ist mittlerweile fast 3 Monate her, mein Geburtstag fast 1 Monat. Ja, ich würde sagen, Pünktlichkeit ist meine Stärke, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, um euch das Ganze jetzt nochmal zu erklären, wieso, weshalb, warum. Ich habe das ganze Video eigentlich schon viel, viel eher geplant, aber es kam irgendwie immer irgendwas dazwischen. Und dann, als es so, sag ich mal, im Januar war, habe ich mir überlegt, kannst du doch auch einfach deine Geburtstagsgeschenke noch mit ins Video packen, dann wird das Ganze ein bisschen länger, ein bisschen umfangreicher und ein bisschen besser vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das ist ein Video von mir, also eher nicht. Okay. Vor dem Video noch kurz 3 Sachen zu erwähnen. Erstens, ich habe das mit dem Ton etwas anders gemacht. Es kann sein, dass der Ton jetzt um einiges anders klingt oder dass ein Rauschen im Hintergrund ist. Und dass man auch das Geräusch des Autofokus hören kann. Das bedeutet, wenn ich irgendwie ein Geschenk ein bisschen näher ranhalte. Dementsprechend kann es sein, dass während ich rede, vielleicht dieses Autofokusgeräusch im Weg ist. Dann tut es mir leid. Nummer 2, ich habe einen großen Teil dieses Videos bereits gedreht gehabt. Aber dann hat meine Speicherkarte einfach gesagt, nö, speichere ich nicht. Nee, lass mal, Digga. Kann also sein, dass einige Gags ein bisschen abgedroschen bei mir rüberkommen, einfach weil ich sie schon mal gebracht habe. Und der letzte Punkt, Nummer 3, es ist keine Werbung. Also es ist schon Werbung. Ich meine, ich zeige diese Sachen in meinen Videos und damit mache ich ja irgendwo Werbung. Aber ich bekomme dafür kein Geld. Also überhaupt keins, gar keins, null, nada, niente, zero. Und weil ich wirklich nicht zählen kann, Punkt 4, Geldgeschenke kommen nicht mit rein. Das bedeutet, jegliches Cash, was ich bekommen habe an Geburtstag und oder Weihnachten, werde ich hier nicht präsentieren. Da ja keiner wissen muss, wie viel ich verdiene, außerdem habe ich ja schon genug durch YouTube Money und so. Ich meine, ich habe gefühlt 12 Millionen Abonnenten. Alter, du hast gerade mal ca. 600 Abonnenten. Wie viel? 593. Ist ja total nah dran. So, und kurz bevor das Video anfängt, nochmal wie im letzten Video einen Schluck trinken, damit man auch genug durchlabern kann. Ah, lecker, lecker. Fangen wir an, wir werden es chronologisch machen. Erst Weihnachten, dann mein Geburtstag und mir ist jetzt schon wieder eingefallen, dass ich theoretisch schon in dem Davor-Geplänkel in meinem alten Video 5000 mehr Gags hatte als jetzt gerade. Dementsprechend kann es sein, dass das Video einfach unlustig und kacke wird. Aber wäre es auch so geworden. Ach, und by the way, hier im Hintergrund ist nicht ein Dildo oder ähnliches. Das ist eine Lavalampe. Also vielleicht schon ein Dildo, aber das ist halt eine Lavalampe. Ich kann es euch auch beweisen. Seht ihr, sie kann leuchten. Also von daher könnte es auch ein Leuchtedildo sein, ich weiß. Aber wer verkauft schon Dildos mit LED? So, jetzt aber wirklich zum eigentlichen Teil. Wie gesagt, wir fangen jetzt mit Weihnachten an. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Und zwar habe ich das Geschenk schon lange in die Kamera gezeigt. Hier, dieses T-Shirt habe ich von meinen Eltern bekommen. Ja, eine Katze mit einem kleinen hier Bandana, nennt man es ja, oder einem Halstuch. Fand ich ganz niedlich, auch aus dem Grunde, weil mein Kater ja verstorben ist und dementsprechend ich mag Katzen. Fand ich coole Idee von meinen Eltern. Als weiteres Geschenk habe ich von meiner Freundin diesen süßen Affen bekommen mit ganz vielen Lutschern drin. Danke. Genau, hier sind ganz viele Lutscher drin von einer absolut tollen Lutscherfirma, die natürlich niemand kennt. Es sind Puppa Pups. Genau. Als nächstes habe ich von meinen Eltern bekommen ein Spiel, was leider noch eingepackt ist. Ich habe es noch nicht gespielt. Habe auch schon letztes Jahr ein ähnliches Spiel davon bekommen und auch noch nicht gespielt, aber schon ausgepackt. Und zwar war es, oder ist es, Digimon Cyber Sloth, Cyber Sloth, Hacker's Memory. Und zwar für die PS4. Und ja, wer mich kennt, der weiß, ich liebe Digimon. Und ich habe mir damals schon immer gewünscht, Digimon spielen zu können. Ich hatte keine PS1, also keine PlayStation. Konnte dementsprechend kein Digimon spielen. Ja, jetzt habe ich eine PS4 und kann mir richtig gönnen, Brudi. Gönnen kann ich mir.
Des Weiteren habe ich ebenfalls noch zu Weihnachten von meinen Eltern bekommen. Leider ist es noch eingepackt. Pokémon Super Mystery Dungeon. Und zwar gibt es dazu auch eine Geschichte. Ich habe bisher jedes, und ich meine jedes Pokémon-Spiel, was es bisher irgendwie gab, gespielt. Außer Pokémon Let's Go, weil ich noch keine Switch habe. Aber die kommt noch. Da gehe ich ganz fest von aus. Und ja, es fehlte mir nur noch Pokémon Super Mystery Dungeon. Und jetzt habe ich es endlich bekommen. Und ich werde es auch auf jeden Fall durchspielen. Die Frage ist nur, wann? Weil, ich habe genug Platz auf meinem Stapel der Schande. Dazu kommt noch ein Buch, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Ja, ich habe mir auch ein Buch gewünscht. Und zwar ist es ein Buch, mit dem ich wahrscheinlich auch damals in der Schule gern gelesen hätte. Und zwar ist es... Hallo, Ibims der Faust. Einmal scharf machen, bitte. Heute nicht. Das habe ich von meiner Schwester bekommen, von meiner kleinen Schwester. Ich habe das Buch richtig lustig gefunden. Boah, wenn du so aussiehst, wenn du etwas richtig lustig findest, dann will ich nicht sehen, wie du aussiehst, wenn du deprimiert bist. Du emotionsloser Klappspaten. Und habe mir gedacht, ja, damit hättest du auch gerne den ganzen Quark damals in der Schule gelesen. Selbst das Grundgesetz steht hier drin, also von daher, da lernt man eine Menge mit. Also wenn ich jetzt hier mal Grundgesetz, Artikel 1, seht ihr, schon weiß ich, dass man sich ordentlich zu verhalten hat. Wissen viele andere in diesem Staate ja nicht. Ne, Herr Voss? Nun kommen wir zu einem kleinen Brettspiel, was heißt klein, zu einem großen Brettspiel, was ich bekommen habe. Und zwar ist es, einmal bitte scharf stellen, Monopoly, Mogeln und Mauscheln. Und zwar geht es einfach darum, dass es Monopoly, stinknormales Monopoly, in dem man schummeln darf. Ich habe es leider noch nie spielen können, aber vielleicht wird demnächst ja auch mal ein Moment sein, wo ich das spielen kann. Genau, das habe ich bekommen und ich liebe Monopoly und schummel auch so ab und zu vielleicht mal ein bisschen... Beziehungsweise schummel ich ab und zu auch wirklich gerne mal und sag es dann, wenn ich gewonnen habe. Als vorletztes Geschenk, Weihnachtsgeschenk jedenfalls, habe ich von meiner Freundin bekommen. Achtung, es könnte jetzt etwas mehr knistern. Und zwar den GLP-Controller als Stoffkissen, also als Kuschelkissen, als Anlegenkissen, sonst was. Mit, na natürlich, original hier drauf Autofokus. Genau, mit einer Originalkarte von... GLP, original unterschrieben. So, das letzte Geschenk, was es zu Weihnachten gab, ist für mich auch eins der besten gewesen, was ich bekommen habe. Und zwar habe ich mir ein Trikot gewünscht von meinem Lieblingsverein. Damit werde ich jetzt vielleicht ein paar verschrecken, damit werde ich ein paar zuholen. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist es der SV Werder Bremen. Und es ist kein anderer als, nein, nicht Pizarro. Weil der ist ja wieder da, sondern ein Spieler, der inzwischen in der Versenkung verschwunden ist, irgendwo in Spanien oder sowas spielt. Und zwar ist es Marco Marin. Die Nummer 10, Marco Marin, ein relativ altes Trikot. Und ich finde es mega cool, dass ich das geschenkt bekommen habe. Endlich habe ich wieder ein Bremen-Trikot, was ich anziehen kann, womit ich rausgehen kann. Und nicht, wo mir hier der halbe Bauch unten rausguckt, was ich jetzt bauchfreies T-Shirt benutzen kann. Und das waren auch soweit alles... Meine Weihnachtsgeschenke, ich war sehr froh, als ich die alle bekommen habe. Ich habe mich riesig gefreut. Aber das war ja jetzt noch nicht alles, weil pünktlich wie ich bin, mache ich natürlich gleich noch meine Geburtstagsgeschenke mit dazu. Aber vorher, wisst ihr, meine lieben Leute, erstmal einen Schluck trinken. Lecker, lecker. Nice. So, machen wir das Ganze jetzt kurz und schmerzlos. Als allererstes ein Geschenk, was ich von meiner Freundin bekommen habe, was sie wahrscheinlich witzig meinte. Ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob ich das als Angriff nehmen soll oder einfach als niedliche Geste. Und zwar war es ein T-Shirt oder ist es ein T-Shirt, auf dem etwas Besonderes draufsteht. Und zwar steht da drauf, das ist kein Bauch, das ist erotische Nutzfläche. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Und ja, sie spielt auf meinem Bauch an, der sehr voluminös ist. Und wisst ihr was? Damit es nicht heißt, ich ziehe sowas nicht an und trage sowas nicht in der Öffentlichkeit, werde ich das jetzt hier einfach mitten im Video anziehen und das ganze restliche Video übertragen. Also. Wow. So, das war wahrscheinlich eine der schlechtesten Transitions, die ihr je gesehen habt, aber hey. Es war eine Transition. Also, Applaus bitte. Danke, 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 danke. Es reicht. Danke. Und zwar kommen wir nun
zu einem kleinen Bärchen. Genau, Schokoladenbär. Und zwar habe ich diesen Bären von der Familie meines Cousins, also von meiner Tante, Onkel und meinen beiden Cousins bekommen. Und was ich persönlich eine sehr schöne Geste fand, ist, dass mir das mein Cousin höchstpersönlich überreicht hat. Und das fand ich irgendwie, war das für mich nochmal eine besondere Geste, weil ich mag ihn sehr. Und er ist wie ein Bruder für mich eigentlich. Er hat ja auch das Musikstück Habe Mut produziert. Könnt ihr mal hier oben auschecken. Ist auch immer auf der Endcard verlinkt. Und ja, das ist wie gesagt ein kleiner Schokoteddy mit einem kleinen Herzchen vorne dran. Das finde ich sehr, sehr niedlich. Und ja, er hat auch einen YouTube-Kanal. Den kann ich euch hier mal unten bzw. hier oben verlinken. Warte mal, warum verlinke ich den eigentlich? Die haben mehr Erfolg als ich. Bin ich eigentlich vollkommen bescheuert? Ja. Und ihr wisst, Support ist kein Mord. Also wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr vorbeischauen. Der macht da Podcasts mit einem Kumpel von ihm zusammen. Ist halt ein Podcast, ungeschnitten oder wenig Schnitte reingesetzt. Find aber, die machen eine super Arbeit. Checkt's mal aus, gebt ein Like, wenn ihr Bock habt. Und lasst ein Abo da. Support ist kein Mord. Dann habe ich, ist diesmal die richtige Seite, in dem vorherigen Video habe ich es von der falschen Seite gezeigt. Und zwar muss ich dafür jetzt ein bisschen näher rangehen an die Kamera. Ich hoffe, ich stelle es scharf. Und zwar habe ich hier einen kleinen Schlüsselanhänger bekommen, wo mein Kater, mein verstorbener Kater drauf abgebildet ist. Den habe ich von meiner Freundin bekommen, den Schlüsselanhänger. Und ja, den habe ich jetzt immer mit dabei. Ist immer an meinem Hausschlüssel dran. Ja, fand ich ein sehr, sehr schönes und sehr emotionales Geschenk. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich ihn jetzt immer bei mir habe. Witzigerweise aber haben ohne jegliche Absprache meine Schwester, meine kleine Schwester und Teil natürlich auch meine Familie, aber das Geschenk kam am meisten von meiner Schwester, mir einen Kettenanhänger geschenkt, wo ebenfalls mein Kater drauf ist, mein Verstorbener, und den könnte ich theoretisch auch immer mit mir führen, wenn ich dazu noch eine Kette hätte. Aber ich bin ganz ehrlich, boah, fetter Rhyme, Kette hätte. Oh! Dann würde ich mal sagen, mache ich hier mal kurz einen Cut, weil meine Speicherkarte ist gleich voll. Dann ziehe ich das mal kurz rüber und dann werde ich ja sehen, ob die Aufnahme überhaupt funktioniert hat. Also ihr werdet davon jetzt nichts merken. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem nächsten Geschenk für euch. Ne? Yo Leute, hier ist der Kreos aus dem Schnitt. Und zwar ist mir aufgefallen, dass das Video im Ganzen zu lange sein würde. Deshalb habe ich mich jetzt hier einfach mal entschieden, wo ich sowieso einen Schnitt gemacht hätte, dass ich hier einfach das erste Ende setze und den zweiten Part ein anderes Mal hochlade, einfach aufgrund dessen, weil ansonsten finde ich 20 Minuten Videos ein bisschen zu lang und dementsprechend, ja, kommen wir jetzt einfach auf die Endcard und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Nächste Woche Mittwoch, also im Prinzip in 3 Tagen gibt es dann wieder ein Video und nächste Woche Sonntag würde ich dann diesen zweiten Part von diesem Teil hier hochladen. Falls ihr das nicht so cool findet, schreibt es mir einfach in die Kommentare, dann lade ich den kompletten Teil nochmal separat hoch. Also, Endcard ab!